Alter, was geht ab, Leute? Und hier hinter mir ein Ramenladen. Den haben wir vor mittlerweile schon 8 Monaten getestet. Wie die Zeit fliegt. Da war der neu und ich habe an meiner Ramen-Ranking-Liste für München gearbeitet. Tue ich immer noch. Wir sind immer noch nicht durch. Aber der war neu, kam irgendwie aus Augsburg, ist umgezogen. Ein paar Leute haben mir den empfohlen. Boah, der war in Augsburg richtig krass. Ich habe den abgecheckt. Der war okay. Eher enttäuschend. Der Ramenmeister kommt raus, eine rauchen, zieht meine Kamera, fängt an zu quatschen. Hey, yo, wie fandest du's? Ich sag ihm direkt, ja, war okay. Er guckt mich so an und dann bringt er mich runter in die Küche, erzählt mir seine ganzen Leiden. Yo, wir sind neu, dies und das funktioniert noch nicht. Ich habe irgendwelche Arbeiter, krasse Arbeiter aus Japan bestellt, aber die wollen irgendwie nicht kommen. Und mittags ist immer schlecht, weil er gar keine Zeit hat, weil abends... Irgendwie um 2 kommt er nach Hause und dann muss er irgendwie schon um 7 aufstehen und Zutaten kaufen für Mittag. Und die Brühe mittags ist richtig schlecht eigentlich. Und das Krasse ist, das Essen ging auf ihn. Er meinte, no, yo, ich will dein Geld nicht. Ich will, dass du nochmal kommst. Ich habe mein Potenzial nicht gezeigt. Ich will auf die 1 kommen. Ich so, alles klar, Digga. Ich komme nochmal vorbei. Und jetzt sind wir hier, 8 Monate später. Mal schauen, was er kann. Manja Iko. Ich glaube, da hinten kommt Dimi. Frag mich nicht, wie er es geschafft hat, aber er ist 2 Stationen zu weit gefahren und ist da jetzt 2 Stationen gegangen. Okay, er ist endlich da. Was ist das für ein Leiden, Mann? Es geht. Oh, die bieten jetzt auch Sushi an, oder was? Da saß ich, glaube ich, das letzte Mal. Das hatte ich, glaube ich. Aber letztes Mal war es nicht 7 Stunden gekocht. Ich habe mich gerade umgeschaut, Leute, weil unten haben die eigentlich auch noch eine krasse Fläche. Das letzte Mal, wo der Chef mich nach unten geführt hat und mir seine Leiden erzählt hat, da ist halt noch richtig viel Fläche und er meinte, die wollen da eigentlich auch noch Sushi und so anbieten, aber 8 Monate später und das, die Fläche ist immer noch nicht genutzt. Schaut euch, was sich Dimi gönnt, Leute. Dein erstes Mal, mutig. Hast du mir gegessen? Willst du nicht? Ich lass dir den Vorgang erstmal. Ich gebe mal schon an. Ist gut? Ist gut? Mhm. Ist gut, sagt der Leute. Nee, der Preis ist okay. Ja? Ist immer ein bisschen teuer. Okay. Was sind das für Stäbchen, Mann? Stimmt, die sind unter. Ah. Weil du. Die nee, vertauscht hast, Mann. Nee, meine sind gleich groß. Das sieht wirklich aus. Wer gönnt ihr? Ja, aber meins kostet auch doppelt so viel wie deins. Ja, okay, stimmt. Meins war 13, gell? Ja, okay, stimmt. Meins 25, Mann. Ja, okay, stimmt. Gut, aber du hast Ende von der Scheibe. Ich hol jetzt so eine Scheibe, Alter. Das ist schon frech. Mimi ist nicht amused, Leute. Oh mein Gott. Brühencheck. Es ist gut geworden, ja? Schlechtes Kommentar. Ich hab kein schlechtes Kommentar gemacht. Was sagst du? Aber jetzt gut, oder? Jetzt gut, ja? Besser. Was sagst du zu meiner Brühe? Ich kenn das. Wie ja. Läuft Business? Gut? Wie? Wie läuft Business hier? Nein. Nicht gut? Nein, nicht gut. Sie sind ein YouTuber. Weil ich also deswegen... Ja, Soja hingegangen, gegessen, die sind bei uns besser. Wo? Soja. Soja? Und sie beurteilt, fantastisch. Oh, Soja, super, aber hast du gemacht? Nein, sie waren beim falschen Soja, es gibt 5 oder so. Nur einer ist gut.
Wo? Welche? Die man von Pictari macht? Nein, nicht dort. Genau nicht dort, ja. Und auch noch sogar gegenüber von Hofbräu Haus? Ja, genau nicht dort, ja. Wo denn? Gibt es noch? Es gibt. Aber der hat jetzt schon zugemacht. Seit einem Jahr. Also können Sie doch gar nicht gewesen sein. Dann so wie immer. Also was man positiv sagen muss, die haben echt viele Nudeln drin. Das mit dem Fleisch ist leider ein bisschen enttäuschend. Wie ist denn das unser, also Shoyu Mission? Hey, Leute, es ist... Nein, Shoyu Zupe Mission. Die Mischung? Du meinst von der Brühe oder generell vom Geschmack? Ja. Ich habe so noch nie die Brühe gegessen. Noch nie? Nein. Oh. Kann ich ein bisschen von deiner Brühe mal haben? Natürlich, probier. Wieder! Ja, Mann, das ist ja Entermonster-Teilung. Okay, aber doppelt, ja gut. Also, ich sag's mal so. Ja. Ich find Preis-Leistung ein bisschen happig. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es schlechter läuft. Kriegen die Produkte wirklich aus Japan? Weil er gesagt hat, sowas schon. Meinst du? Ja, aber. Ja, jetzt Nudeln zu importieren ist ja jetzt nicht. Ist auch nicht teuer. Ja, das ist ja ganz normal. Vor allem auf Masse. Das Fleisch sieht schon mal ganz anders aus beim letzten Mal, Leute. Oh mein Gott, Sauerei. Danke. Vielen, vielen Dank. Jo. Wieder Video machen, oder? Natürlich. Was natürlich? Arbeit. Aber gut, Ramen oder so. Ramen ist gut. Ja. Ist wirklich gut. Natürlich, sagst du. Ja. Fleisch ist hart. Aber wisst wer dir der Top 25 Euro wäre? Ja. Das schon hab ich. Also mein Papa leider nicht so berauschend. Ein Stück Fleisch ernst hoch machen. Ich habe jetzt 15 gezahlt. Mit extra Fleisch, ja. Und da war ein Chicken Teil, das war schon. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch ein größeres Teil genommen. Wusste ich alles nicht. Oh Gott. So, jetzt seid ihr ein bisschen näher zum Teller, Leute. Besser für mich. Ich hab echt gekleckert. Nicht zufrieden. Aber vom Geschmack her, jetzt von der Menge bist du nicht zufrieden, aber vom Geschmack. Von der Menge bin ich natürlich nicht zufrieden. Aber nee, vom Geschmack. Die Brühe war tatsächlich. So eine Brühe habe ich tatsächlich noch nicht gegessen gehabt. Ich würde sagen, die war schon identisch gut mit deiner auf jeden Fall. Geschmacklich war das schon gut. Die haben auch nicht mit Nudeln gewürzt und so, wo sie halt ein bisschen gewürzt haben, ein bisschen das Fleisch. Ich finde auch bei so einer kleinen Portion kannst du schon zwei Scheiben Fleisch reinhauen und nicht nur eine. Zwei auf jeden Fall, ja. Ja, also das sind so, ja, kostet jetzt auch nicht die Welt, also. Und wie viel hattest du jetzt insgesamt? Und ich hatte eine, mal weiß ich,
Digga, ihr wart wieder nicht an. Ich hab gesagt, ich bin sehr voll. Portion ist auch schon. Wie ist dein Fazit eigentlich? Mein Fazit wollte ich gerade sagen. Ist auf jeden Fall besser geworden. Aber es war jetzt nicht der Beste. Und irgendwie waren die ein bisschen komisch drauf. Die haben sehr oft über Bewertungen geredet und wie schlecht es denen läuft und so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie mir das in die Schuhe, ja, Schuld in die Schuhe geben wollen. Vor allem dieser alte Kellnermann. Wobei ich noch aus Respekt und Höflichkeit dem Besitzer gegenüber, die das letzte Mal gar nicht bewertet habe, sondern die ganze Zeit als unbewertet gelassen habe und gesagt habe, hey, ich komme irgendwann nochmal. Obwohl ich die damals hätte schon schlecht bewertet, aber habe ich ja nicht. Und keine Ahnung. Der Vibe war sehr komisch. Sie sind irgendwie voll von sich selbst überzeugt gewesen und haben nicht ganz verstanden, warum es nicht so läuft bei denen. Aber ich kann euch sagen, das war nicht wegen mir, dass es bei denen nicht läuft. Also du hattest auch irgendwie das Gefühl, dass es so irgendwie komisch hier war, oder? Ja, es war schon, die Stimmung war schon, ich sag mal, war schon dicke Luft da drin, muss man sagen. Und die waren freundlich, man kann nichts sagen, aber sie haben schon ein bisschen gestichelt. Ja, ja, irgendwie schon. Ja, sie haben schon ein bisschen gestichelt. Und er hat ja direkt dann irgendwie, ist er auf die Kommentare gegangen, hat dann auch gesagt über TikTok etc. Ja. Und dann hast du halt gesagt, ja, das war ja nicht von mir. Ja, ich habe nichts Schlechtes über dich gesagt. Ja, wo ich mir auch sicher bin, dass du das nicht gemacht hast. Aber dann ist er halt komplett trotzdem weiter drauf hängen geblieben und hat halt gemeint, ja. Als wäre ich der einzige TikToker in München. Ja, oder der einzige Foodblogger. Ja. Gibt ja. Und das ist so das. Ich persönlich, ich habe ja mein Essen gehabt. Ja. Es war geschmacklich in Ordnung, das habe ich auch ehrlich gesagt. Geschmacklich in Ordnung, ja. Aber ich finde, in Relation zum Beispiel zu deiner Portion, war meine Portion halt, ja. Ja, die war schon möglich. War dürftig. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und Und wenn man vergleicht, deine Portion war, deine Portion war ja Normalpreis. Sagen wir, woanders hättest du dafür eine ordentliche, normale Portion bekommen. Richtig, ja. Wir waren ja auch schon einige Läden abklappern. Ja. Da kriegst du für die Portion, vor allem wenn du extra Fleisch bestellst. Ja. Ja. Es hat jetzt hier 2 Euro gekostet, dann hat er mir ein Stückchen Hühnchen gegeben. Das war nicht mal ein Haps, das ist zwischen den Zähnen bei mir gelandet. Oh mein Gott. Ja. Also, das sind so Sachen, das kann halt nicht sein. Wenn du halt für Toppings bezahlst, dann tu auch ein bisschen was drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist meine Meinung. Ja. Ja. Ja, so ist es. Keine Ahnung. Die mir gönnt sich noch einen Burger, Leute. Er ist nicht zufrieden. Anke Smash. Sehr zu empfehlen. Aber ich bin leider voll. Ein saftiger Burger noch für dich. Boah, der ist echt saftig, Mann. Der ist saftig. Und der ist heiß. Boah. Bin gespannt. Das geht. Ich wollte nur schauen, Digga. Kann der was? Der kann eigentlich. Der ist wirklich gut. Was soll ich sagen, Leute? So merkwürdig war das. Selbst Dimi, der war auch ganz verwirrt, was da passiert ist. Ey, wenn ihr wüsstet oder gefühlt hättet, wie die sich benommen haben und was sie alles gesagt haben, vor allem so gar nicht nachvollziehbar. Auf jeden Fall so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich kann gar nicht sagen, was so passiert, weil das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Vielleicht liegt es an der Sprachbarriere, vielleicht sind sie frustriert, dass der Laden seit 8 Monaten nicht läuft. Schwer zu erklären, aber ich war vor 8 Monaten dort. Ich habe einen Reel rausgehauen, TikTok. Man muss bedenken, da habe ich gerade erst mit Food angefangen. Das hat nicht viele Klicks gemacht. Und ich habe nichts Negatives gesagt. Ich habe den Typen sogar als Main Character dargestellt, der auf die Eins will, der sein Potenzial nicht gezeigt hat. Und was mir da an den Kopf geworfen wird, vor allem so indirekt die ganze Zeit. Die haben halt nicht gesagt, hey Digga, dein Reel war zu negativ und seitdem, was natürlich gar nicht erst sein kann, weil die Reichweite haben wir gar nicht, aber selbst wenn, die haben es gar nicht so formuliert, sondern wirklich so gestichelt, wo man sich echt gedacht hat, hey, wie kommt ihr da drauf, Mann? Auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen, selbst wenn ich was Negatives gesagt hätte, dann wäre es ja die Wahrheit gewesen, weil der Typ selber, der Ramenmeister, hat mir ja ins Gesicht geschaut, in die Augen,
Mann zu Mann und gesagt, hey, die Rahmen heute sind shit und mittags ist die Brühe allgemein immer shit, weil er irgendwie erst nachts 1, 2 Uhr raus aus dem Restaurant kommt und dann in der Früh direkt die Zutaten kaufen muss, weil er mittags aufmachen muss wegen der Kohle, aber er gar nicht die Zeit hat, bis mittags eine geile Brühe überhaupt hinzubekommen, hat er mir selber gesagt, also selbst wenn ein negatives Reel oder TikTok gekommen wäre, dann wäre es die Wahrheit gewesen. Dementsprechend noch verwunderter, weil all die Zeit habe ich die eher verteidigt, gesagt, hey, da gehe ich nochmal hin, die kriegen nochmal eine Chance, mal schauen, ob die auf die 1 kommen. Schwer zu erklären. Immerhin war Anke Smash geil, das hat die mich überzeugt. Ja Leute, das war's von mir und der Rahmenladen, der nie wieder von mir genannt wird. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos ab von Beginn auf Instagram, TikTok und meinem Krypto-Kanal der Mine. Soon, wirklich soon kommt mal wieder ein Video, Leute. Serious Business und ciao.